Hallo und ein herzliches Willkommen zurück bei Let's Plays Bifrost 3. Wir sind hier stehen geblieben. Ich habe mal das Pausemenü aufgerufen, weil ansonsten geht es hier rasch weiter. Aber jetzt können wir hier weitermachen und unser guter Freund macht weiß hier einen guten Job. Gehen wir mal runter und helfen kurz mal. Mal hier noch mal einen Blitz reinhauen. Hier könnte man bei ihr das machen. Oh, das hat schon gut reingehauen. Angreifen. Los. Nicht dumm in der Gegend rumstehen. Ah, OM ist hier. Was ist das eigentlich für ein Zeichen hier? Trank der Linderung wert Heilung mit der Zeit, okay. Der nutzt auch Tränke, das ist gut zu wissen. Dann gleich mal hier aufrüsten. Ich hoffe, der geht nicht die ganze Zeit vor. Weil ansonsten haben wir ein Problem. Okay, was haben wir hier alles an Ressourcen? Nahrung und Holz. Dann könnte man hier ein bisschen nach Holz absammeln. Ja. Hier sind ein paar Bäume. So. Und hier haben wir Eisen. Das ist sehr wichtig. Und aufwerten. Wir müssen mehr Holz sammeln, Kommandant. Jo, wir sind ja dabei. Ja, das ist ein guter Ort. Und was haben wir hier noch alles dann an Ressourcen? Stein. Okay, jetzt kommt noch mal eine neue Angriffswelle. Der Außenposten wurde errichtet. Unsere Grenzen haben sich erweitert. Geh mal zurück. Um mal den Kommandanten hier zu unterstützen. Ein Gebäude wurde errichtet. Und der nächste. Wachturm, verstehe. Jetzt machen wir wenigstens ein bisschen mehr Schaden. Ein Gebäude wurde errichtet. Das wird auch noch, aber. Worum geht's? Müssen wir jetzt halt einfach mal ein bisschen abwarten. Aber der Turm hier ist extrem wichtig. Ja? Kann man dann auch nichts weitermachen. Hier könnte man das dann noch verbessern, aber wir brauchen erstmal Holz. Wir können hier jetzt halt Stein abbauen oder Holz. Wir brauchen eigentlich beides. Dann denke ich, werden wir auch beides abbauen. Hier hin. Und dann Steinbruch hier. Und. Wir werden angegriffen! Hier. Jetzt hat er schon zwei Tränke genommen. Da sieht man mal, was die Tränke bei ihm wirken. Und das ist nicht schlecht. Hier noch eine Untote hin. Und das. Kettenblitz. Ich werde es tun. Dann heilen wir die ganze Truppe hier nochmal. Hoffentlich. Der geht immer ein bisschen vor. Ein Gebäude wurde errichtet. Dauert nur eine Sekunde. Dann machen wir das mal. Unsere Vorräte neigen sich dem Ende. Wir brauchen mehr Nahrung. Was braucht ihr? Aber wir brauchen jetzt das auch mal. Dass wir da
Vielleicht kommen wir da ein bisschen weiter. Dann bauen wir hier. Zack, zack, Männer, an die Arbeit. Schmiede. Nee. Eisenschmelze. Hier könnte man eigentlich noch Stein abbauen, aber das ist nicht ganz so wichtig jetzt. Ja. Ah. Nee, die sind jetzt nicht unbedingt verfeindet, aber sie nutzen generell den gleichen Weg. Und ein Gebäude wurde errichtet. Nach und nach, wenn sie dann halt hier sind, greifen sie entweder die Türme an oder die Einheiten. Da müssen wir halt unseren Was gibt's? Kommandanten hier unten einfach immer wieder unterstützen, weil der läuft immer weiter vor. Ja. Holz dürfte dann kein Problem mehr sein, aber wir werden zumindest hier werden wir das auch nochmal aufrüsten und dann rein auf Nahrung gehen oder hier was mit Nahrung machen. Weil im Grunde genommen werden wir das auch brauchen. Aber hier gehen wir halt auf direkt. Ein Gebäude wurde errichtet. Ah, Außenposten. Jetzt, wir können das nochmal erhöhen. Bevölkerung plus 5. Oh. Der Außenposten wurde errichtet. Unsere Grenzen haben sich erweitert. Ein Außenposten. Plus 5 nochmal, das ist nicht schlecht. Beim ersten Teil war das auch ein bisschen anders da. Mit dem Ganzen. Weil du musstest im ersten Teil nicht wirklich expandieren. Das ist der eigentlich die Hauptsache vom ersten. Hilfe! Alles klar. Wohin das? Hier zaubere Dinge ein Stückchen hinter. Okay. Da habe ich jetzt echt nicht aufgepasst. Nicht mal im Ansatz. Ich bin verletzt. Hilfe! Habe verstanden. Das war knapp. Nochmal schnell heilen. Muss mal unser Kommandant hier ein bisschen von allein zurechtkommen. Sobald er hier ist, kann man ja recht schnell ihm immer wieder helfen. Aber dieser Wachturm, den wir mal trotzdem benötigen. Dann heimert das nochmal. Hier das. Was ist? Vorwärts. Ich bin bereit. Diese miese Katze, kriegt mal das hier ab. Kann ich zu Diensten sein. Alles hat. Okay, nochmal sprechen. Dann heilen wir nochmal. Was gibt's? Wilder Puma, der macht ich richtig viel Schaden. Hilfe! Verstanden. Ja. Nochmal schnell heilen. Okay, der wilde Puma ist jetzt auch Geschichte. Aber nur eine Sekunde. Zack, zack, Männer. Sprecht. Ihr habt meine Aufmerksamkeit. Dann tun wir hier. Noch ein Kettenblitz rein. Korporal? Es wird blutig. Das werdet ihr bereuen! Ja? Okay, auch geklärt. Wie sieht's hier unten aus? Er hat das gut das ausgehalten. Sieht nach einem geeigneten Ort aus. Nahrung. Worum geht's? Ein Außenposten. Hier? Gut. Das sollte das geringste Problem dann sein. Stein und Eisen. Der Außenposten wurde errichtet. Unsere Grenzen haben sich erweitert. In Ordnung. Na dann,
Los geht's. Okay, dann gehen wir mal wieder zurück. Ah, jetzt haben wir ein bisschen was an Eisen. Gehen wir hier hin. Unterstützen ihn mal. Stille Immunität, okay. Betäubungsimmunität. Hier können wir ja nichts mehr machen. Dann. Dann bauen wir hier jetzt halt einfach mal einen Bauernhof hin. Sobald wir den Bauernhof hier haben, wird das für uns auch besser. Korporal? Es ist halt doof, dass der Kommandant immer weiter vorgeht. Ich glaube, das ist das nächste, was wir machen. Hier aufrüsten. Ich werde schnell sein. Macht euch bereit. Wie kann ich helfen? Was war ein bisschen. Okay. Geht halt langsam immer wieder ein Stück vor. Das ist mein persönliches Hauptproblem. Jetzt haben wir wieder Nahrung. Okay, jetzt haben wir das mal aufgerüstet. Jetzt brauche ich mal wieder sehr viel Nahrung und Eisen. Oh. Ich hoffe, das bringt auch was, die aufzurüsten. Ich hoffe, dass die haben gemeint, bitte entschlossener kämpfen, dass sie mehr Truppen in den Kampf führen. Hier aufwerten. Unsere Vorräte neigen sich dem Ende. Wir brauchen mehr Nahrung. Aufwerten. Und einen weiteren Bauernhof, bitte. Wir haben hier Holz bis zum Umfallen. Unsere Vorräte neigen sich dem Ende. Aber dann wir brauchen mehr Nahrung. Den auch auf. Und einen Bauernhof noch dazu. Weil ich möchte auf die ganz starken Einheiten gehen. Ich finde es nur sehr erstaunlich, wie viel Leben die haben. Korporal? Was wünscht ihr? Okay. Ein Gebäude wurde errichtet. Der Bauernhof ist schon mal fertig. Jetzt können wir da noch mal ein bisschen mehr Ressourcen rein. Der Bauernhof passt auch. Hier sind wir auch gleich fertig. Bei der produziert ja auch selbstständig Nahrung. Dass die schickten einfach dauerhaft ein bisschen mehr Wellen. Ein Gebäude wurde errichtet. Und tut ihr noch hier rein. Guter Plan. Oh, der war gut. Der hat gut gesessen. Ich kann nicht zu Diensten sein. Der Kettenblitz. Noch
nur einen dann. Ein Gebäude wurde errichtet. Rein. Was der Kettenblitz von Rohem, der gefällt mir unglaublich gut. Mhm. Wie ihr wünscht. Angriff verstanden. Dann heilen wir uns mal schnell. Ein Gebäude wurde errichtet. Schaden zurück. Sehr gut. Den haben wir jetzt halt auch. Dann können wir hier wieder kurz hoch schauen. Mit der Nahrung wird langsam. Es wird. Na dann, los geht's. Stein würden wir halt auch nach und nach vielleicht gebrauchen. Verstanden. Wie er befehlt. Ein Gebäude wurde errichtet. Das und das. Das geht nicht. Worum geht's? Nochmal schnell heilen. Was gibt's? Ich werde es tun. Dieser Heilzauber gefällt mir immer besser. Von Andergast. Verstanden. Gefällt mir echt sehr gut. Oh, jetzt bin ich. Wie ihr verlangt. Angriff! Geht's hier irgendwo weiter? Da gibt's auch noch mal einen kleinen Gang runter. Okay. So. Ja, zaubert der Widerstand, okay. Feuer. Hier ist er, okay. Bauernhof, dann können wir hier schon mal zwei reinschicken. Steine werden halt langsam knapp. Zwei, dann machen wir hier noch ein paar Infanteristen. Unsere Vorräte neigen sich dem Ende. Wir brauchen mehr Nahrung. Dann schickt man die mal hier, den einen Rekruten hier hin. Ja, das sollte klappen. Bitte? Sobald wir die ausgebildet haben, gehen wir mal darüber, dass wir ein bisschen mehr in Richtung des Katapults gehen, weil dann können wir die Türme mal ausschalten. Und ich würde gern wissen, was da auf uns wartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil da bin ich echt. Ich bin da echt neugierig, muss ich sagen. Verstanden. Muss ich sagen. Das ist sehr gut, dass die immer wieder. Was wünscht ihr? Angriffswellen schicken. Wir werden selbst wenn wir diese Map abgeschlossen haben, werden wir alle Nebenquests machen. Geht halt am Anfang recht schlecht, aber. Unsere Vorräte neigen sich dem Ende. Wir brauchen mehr Nahrung. Da entlang? Gut. Wir brauchen jetzt halt auch mal ein bisschen mehr Stein. Dann bauen wir hier noch einen weiteren Steinbruch hin. Da wird doch einiges an Aufträgen haben. Sobald es auch mit der Nahrung noch viel besser läuft,
Jetzt können wir hier noch einen aufrüsten. Hier den Steinbruch mal besetzen. Unsere Vorräte neigen sich dem Ende. Wir brauchen mehr Nahrung. Hier werden wir noch einen weiteren Holzfäller mal. Nee, Holz brauchen wir eigentlich nicht mehr. Wir so viel. Machen wir mal hier einen weg. Holz können wir mal hier zwei wegmachen. Dann würde ich hier unten schon fast noch. Nee, wir bauen eine Schmiede, weil die könnte man gebrauchen, um unsere Einheiten aufzurüsten. Ja, da sieht man die Präsenz der ein Gebäude wurde errichtet. Elfischen. Der Schildzerbrecher wirkt sich auch auf unsere Träger aus. Wir brauchen dringend mehr Stein. Wir brauchen eigentlich alles. Ein Gebäude wurde errichtet. Dann können wir hier mal einen zum Anbeten schicken. Ein Gebäude wurde errichtet. Kleine Truppe. Ja, das mit der Nahrung wird auch langsam besser. Ein Gebäude wurde errichtet. Hier gehen wir auch schnell hin. Dann können wir hier noch ein paar Ressourcen holen. Ja, hier hin. Das ist ein guter Ort. Ein guter Fleck. Okay. Der Außenposten wurde errichtet. Unsere Grenzen haben sich erweitert. Bauen wir hier gleich nochmal einen Steinbruch hin. Steinbruch. Wieso? Sind da keine Steine mehr oder wurden die schon? Ah, da gibt es gar keine Steine mehr. Okay. Geh mal hier mal hin. Stückchen hoch. Hier gibt's aber Stein. Ein guter Fleck. Und zwar nicht allzu wenig. Schmiede, Bauernhof. Unsere Gelehrten haben eine neue Technologie entwickelt. Ah, jetzt können sie mehr tragen. Der Außenposten wurde errichtet. Unsere Grenzen haben sich erweitert. Ein Steinbruch hier. Hin. Hier möchte ich noch nicht ganz so alleine hin. Oh. Okay. Ja, das mit den Aufrüsten hat es schon mal gebracht. Zerstöre Tür mit 3. 0 von 3. Oh, der macht richtig üblen Schaden. Ja, dann ist unser nächstes Ziel wirklich dieses Katapult. Ein Gebäude wurde errichtet. Okay. Dann gehen wir mal nochmal hier runter. Ein Gebäude wurde errichtet. Wo haben wir die Schmiede? Hier. Hebt man mal hier den auf. Einen Pyromanen. Dann gehen wir mal unsere hier Vorräte neigen sich dem Ende. Auf. Wir brauchen mehr Nahrung. Fern- und Nahkämpfer. Und vielleicht noch ein paar Hellebardiere. Könnten auch nicht schaden. Kommandant. Können wir eigentlich hier ungefähr hinsetzen. Ja? Das regeneriert er sich auch noch mal ein bisschen schneller. Bin soweit. Euch schicke ich mal hier hin. Oh, jetzt was braucht ihr? Braucht man richtig Nahrung. Aber das müsste eh schnell weg sein. Durchschnitt
19 pro Minute. 3 pro Minute. Hm. Außenposten. Hier dann noch 3 hin. Dann geht das mit der Eisenproduktion auch schneller. Ja, das sieht man jetzt ja gut, dass es viel schneller geht. Bitte? Unsere Gelehrten haben eine neue Technologie entwickelt. Ihr habt meine Aufmerksamkeit. Einer unserer Helden wurde getötet. Du. Komm schon, das ist noch nicht vorbei. Sprech. Korporal. Ihr habt euch die falschen Feinde gewählt. Auf den noch. Korporal? Ich werde es tun. Ja. Nochmal. Da, das hier. Hilfe! Okay. Zurück. Auf euer Kommando. Sicher doch. Hm? Hierhin. Habt ihr etwas gesagt? Jetzt warten wir noch, bis die alle da sind. Unsere Gelehrten haben eine neue Technologie entwickelt. Jo, das habe ich gesehen. Ja, und dann brauchen wir noch mehr Blaupausen dafür. Was zum Hilfe! Hey, ihr da! Helft mir! Was gibt's? In Ordnung. Kettenblitzheilung. Ja. Kommandant. Mach den auf. Das. Den hier und das. Worum geht's? Guter Plan. Rund. Einer unserer Helden wurde getötet. Das war ein gefühlter One-Hit. Verdammt, ich brauche Heilung. Mhm. Sprech, ich verstehe. Einer unserer Helden wurde getötet. Nicht gut. Verstanden. Der regeneriert übelst schnell. Ich hoffe, das wird jetzt nicht geschaltet, bitte? Weil... Ah, die spawnen wieder, okay. Und zwar mit vollem Leben. Was braucht ihr? Ich bin bereit. Yria, hierher, du, Yria, bleibst mir weiter weg. Aber der hat eine gute Regeneration. Habt ihr etwas gesagt? Ja. Was ist da? Der untote Zermalmer ist übelst stark. Ja? Sie werden fallen. Okay, dann machen wir das hier. Schauen wir uns den mal. Sprechen. Das. Ja, alles klar. Verdammt, ich brauche Heilung! Mach dich. Gott sei Dank ist der down.
Ihr habt meine Aufmerksamkeit. Hier das. Die Ketten jetzt rein. Den. Okay. Ich bin froh, dass die als Helden gerade gezählt haben. Ansonsten hätten wir jetzt halt ein richtiges Problem gehabt. Nidhalf Shammah, ihr habt uns gerettet. Wer seid ihr? Und was zum Geier macht ihr an diesem verfluchten Ort? Lange Geschichte. Aber euer Bruder hat mich geschickt, um euch zu finden. Ulfric, also ist er am Leben? Das ist er. Folgt mir, ich bringe euch zu ihm. Gut. Okay, dann bringen wir ihn gleich mal hier hin. Ja. Hm? Die anderen Kommandant. Gehen auch mal zu Ulfric. Weil dann natürlich. Vielleicht folgen sie ihm dann. Nahrung haben wir auch langsam. Richtig viel. Alles mal produziert, was wir brauchen. Besser an Einheiten. Gehen wir mal mit unserer Armee hier hoch. Was produzieren wir denn noch? Ein paar normale Einheiten. Und das erste Ziel wird sein jetzt hat... Oh. Ich hoffe nicht, dass die hier hochlatschen. Uns dann angreifen. Wie sieht's mit dem Leben aus? Okay, der hat volles Leben. Bin ich sehr beruhigt. Ja. Nidhalf Shammah, ihr habt uns gerettet. Wer seid ihr? Und was? Lange Geschichte. Ulfric, also ist er am Leben? Das ist er. Folgt mir, ich bringe euch zu ihm. Gut. Okay. Bei Nidhalf, da seid ihr! Oh, ihr habt es wirklich geschafft! Bei den goldenen Titten der Königin! Ich weiß nicht, was ich sagen soll! Gern geschehen. Was ist mit meiner Bezahlung? Ah, ja, sicher. Bitte. Es ist nicht viel, aber mehr kann ich nicht geben. Wirklich, mein Freund, hab Dank. Für einen Moment habe ich tatsächlich gedacht, ich hätte sie verloren. Uns wird man nicht so einfach los, Burik. Das solltest du doch wissen. Sieht ganz danach aus. Hör zu. Das mag komisch klingen, aber ihr seht wie ein Abenteurer aus. Und wie ihr euch vielleicht denken könnt, sind wir Händler. Was haltet ihr davon, etwas Handel zu treiben? Ihr habt mir immer noch nicht gesagt, wie es dazu kam, dass drei Zwergenhändler in Aonias Klinge gestrandet sind. Naja, das ist eigentlich ganz einfach. Jeder Soldat muss versorgt werden, oder? Waffen, Munition, Proviant. Natürlich. Auch die eisernen Falken, aber aus irgendeinem Grund hat es bisher kein Händler in Betracht gezogen, mit ihnen Geschäfte zu machen. Glaubt ihr, die Untoten, die euch gerade fast getötet haben, könnten dabei möglicherweise eine Rolle spielen? Ja, vermutlich tun sie das. Aber immerhin, wir leben noch, oder? Also, sagt, gibt es da etwas, das ihr gebrauchen könnt? Ein neues Schwert aus feinstem Windwaldstahl vielleicht? Hm. Wie es der Zufall will, führe ich selbst eine Armee. Wir könnten noch einen Quartiermeister gebrauchen. Gut. Ihr wisst ja, wo ihr mich finden könnt. Passt auf euch auf, mein Freund. Geil. Sprecht. Das würde mich freuen, wenn wir die Zwerge nach und nach auf uns bei uns dann auch sind. Das würde mich echt unglaublich freuen. Okay. Gehen wir wie kann ich helfen? Korporal? Hoch. Kommandant. Ihr das? Nein. Wie kann ich zu Diensten sein? Yria, du gehst mir jetzt halt hier schnell hin. Flammengroßaxt. Okay. Flammenkeule.
Schutz der dunklen Mächte. Okay. Sehr gute Items. Weil sobald wir die Tür mit zerstört haben, würde ich sagen, gehen wir diesen Weg entlang und versuchen uns hier durchzuschlagen. Ich glaube, das ist recht sinnvoll. Wir werden auch unsere Einheitenkapazität auf Maximum bringen. Sicher doch. Dann los geht's. Haben wir es hier. Ja, haben wir es dann hier verstärken. Unsere Vorräte neigen sich dem Ende. Wir brauchen mehr Nahrung. Den hier. Was braucht ihr? Kettenblitz. Alles hat ein Ende. Ja? So. Ich heb ihn mal jetzt mal. Angriff, verstanden. Dann können wir hier mal unsere das reinhauen. Hilfe! Einer unserer Helden wurde getötet. Nicht schon wieder. Diese Untoten Zermalmer, die mögen mich nicht. Ich mag sie auch nicht, aber das ist... Ja, wir haben hier zwei Untote Zermalmer, die unglaublich viel Schaden machen. Verstanden. Perfekt. Ich brauche Heilung. Sie werden fallen. Das gefällt mir umso besser. Langsam. Ah, der untote Zermalmer da hinten ist auch gleich Geschichte. Ich hab gedacht, er wird bald Geschichte. Erwarte Befehle. Jetzt ist er down, Gott sei Dank. Was gibt's? Alles klar. Bitte? Haben wir doch wieder einiges verloren an Einheiten, an einen untoten Zermalmer. Der Außenposten wurde errichtet. Eine gewaltige Waffe. Wenn wir sie scharf machen, könnten wir damit den Untoten in der Festung gewaltigen Schaden zufügen. Worum geht's? Das hoffe ich zumindest. Alles nehmen. Interessant. Alles nehmen. Und schauen wir uns das mal an. Ich warte jetzt, bis mal. Bin soweit. Jetzt mal. Ah, jetzt können wir. Gehen wir hier nochmal auf Konstitution mit dem. Ich gehe wirklich jetzt halt erstmal hier direkt runter, weil diese Auren können wir eigentlich gut gebrauchen. Ja, das machen wir. Weil dann werden wir für ihn auch noch einen zweiten Skilltree mal anlegen. Weil es geht ja. Ich möchte. Oder kann man hier noch. Oh, ja. Das ist gut. Wir brauchen noch für Wille. Intelligenz. Wille. Gehen wir nochmal auf Willenskraft bei ihm. Ihr hier nochmal das. Und was haben wir? Ich möchte halt diesen Zauber nochmal richtig verstärken. Und was können wir bei ihr machen? Auswählen. Konstitution. Okay. Haben wir das auch?
Wie sieht's bei dir aus? Es geht. Dann werden wir noch 1-2 Armbrustschützen ausbilden und in die Nähe mal zu ihm schicken. Okay, die haben es geschafft, den Turm aus kaputt zu machen. Der Turm ist ziemlich beschädigt. Ich weiß halt nicht, wenn die... Sobald die hier sind, müsste es eigentlich gehen. Nahrung, Hammer, Eisenhammer. Wir können eigentlich nicht mehr wirklich was machen. Bauen wir noch hier. Unsere Schmieden haben kaum noch Eisen. Wir brauchen mehr davon. Jupp. Ja, da haben wir ja die beiden Bauernhöfe voll. 15. Ja, das sollte klappen. Visite. Kann man hier nochmal sehen, wie. Übersicht noch. Ah, hier hinten mal noch. Dann bauen wir hier noch einen weiteren Bauernhof hin. Kommandant. Was wünscht ihr? Ich weiß nicht, ob die Untoten von hier kommen. Verwüster kommen jetzt da. Oder sind das... Ah, jetzt sind sie... Mit der Maximalressource langsam voll, oder? Von Verbesserungen her. Dann hier dringend das. Kettenblitz schwächen. Gut, dass wir unsere Leute hier gehabt haben. Weil. Hier greifen sie jetzt doch an. In Ordnung. Dann beladen wir das mal. Ein Gebäude wurde errichtet. Anlegen, zielen, Feuer! Oh, diese Weiterentwicklung hat sich richtig gelohnt. Jetzt haben sie noch die richtig guten Einheiten. Ja. Die Schildzerbrecher. Dann denke ich, wenn man bei den, wenn man die Fraktion hier gewählt hätten, die Eisernen Falken, hätten wir nach und nach die mit den Buff bekommen. Was ist? Das ist wirklich sehr gut zu wissen. Wo ist Syria? Gut, das klingt vernünftig. Ja. Hierhin, jetzt schauen wir mal. Ich möchte jetzt mal Yria ausrüsten hier. Was haben wir hier? Nämlich bloß, wir haben hier 6 Kunst. Oh. Bis 50 Lebenspunkte machen wir lieber bei ihr und machen wir mal diese Rüstung. Oh, diese Aufnahme geht ja auch schon recht lange. Oh. Da ist man mal richtig ins Spiel vertieft. Naja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ich bedanke mich fürs Zusehen. Die Aufnahme ist leider länger geworden, wollte ich eigentlich nicht ganz so lang. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Also bis dahin.